So, hier waren wir stehen geblieben. Auf dem Weg zur nächsten Sache auf. Ja, hier wollten wir hin. Hier oben. Dancefort zum Taking Pass. Einer der Markierungen wird sein. Demnach zu urteilen, ist es der dort. Der linke. Und dort wollen wir zuerst hin. Und jetzt haben wir immerhin ein Schwert, ein Schild und einen Bogen haben wir auch. Sind bestens ausgerüstet. Okay. In die komplett falsche Richtung gerannt. Da müssen wir hin. Hey Fuchsi. Werd hier gegrüßt. Und angeschnauzt. Angebrüllt. Achtung, Elch. Feindliches Volk. Momentan tun sie mir nichts. Mein Fassstiefel kriegen wir noch nicht hin. Ja, wir spenden ja alles, was wir kriegen, sofort. Meine Beziehung zu den Füchsen ein bisschen besser hochzuarbeiten. Wenn wir dann auch mal ein bisschen was beisammen haben, können wir mal für die Schuhe sparen. Fassstiefel. Ein bisschen Eisbaden. Arschkalt im Schnee. Kein Fallschaden. Fantastisch. Sehr schön. Verbündet sind wir. So, Hallöchen. Man sagt sich, dass die Menschen ein bisschen zu viel erkunden. Bist du das? Bürgermeister. Ich glaube es ja nicht. Du hast die Nerven, hier einfach so angetanzt zu kommen. Wo bist du hergekommen und was meinst du hier verloren zu haben? Ich heiße Shu und ich habe... Weißt du was? Deine kleine Vorgeschichte interessiert mich eigentlich gar nicht. Du kannst uns noch so viele mickrige Spenden geben. Und die Tatsache, dass du ein Mensch bist, die kannst du damit nicht ändern. Oh, ein Rassistenfuchs. Sehr schön. Wenn du dich mit mir unterhalten möchtest, musst du schon etwas Besseres anbieten. Ah, toll. Okay. Verhandlungen gescheitert. Okay. Dann erstmal zu den anderen Punkten oder was? Wie ist jetzt der Plan? Der schaut irgendwie so aus. Der will hier erstmal nicht mit uns. Wenn ich mit uns reden und an anderen nicht nur Bewohner. Kannst versuchen, einen Muskelbräu mitzunehmen. Muskelbräu haben wir nicht, oder?
Muskelbräu. Caliban Essenz. Müssen wir das mal ausrüsten, anheften. Fassstiefel können wir mal ausblenden. Okay, müssen wir über Sachen sammeln, dann Muskelbräu bauen. Brauen, dann können wir hier jetzt mal mit dem muskulösen Fuchs anfreunden. Okay. Dann gehen wir mal zu den anderen Punkten, vielleicht finden wir da Items. Hier. Okay. Sind wir schon ungefähr richtig in diese Richtung. So. Ja, genau dort hoch wollen wir, oder? Dann laufen wir zurück zu dem, wo wir herkamen. Ja, tun wir. In die Richtung müssen wir. Immer schön nach der Karte gucken. Bisschen Ausdauer wäre auch mal schön, wenn wir mal ein bisschen länger rennen können. Das hätten die Stiefel vielleicht irgendwann getan. Aber gut. Man muss ja gleich immer alles spenden. Was mir am Ende, wie es ausschaut, auch nicht weiterhilft. Weil er ja dieses Muskelgebäude braucht. Okay, aus dem Gebirge runter und dann. Ich habe die Blumen gesehen. Würde Blumen pflücken. Okay, die helfen mir nicht. Ah, aber die Schnapper-Oberschenkel, die brauche ich. Sehr schön. Abgesehen davon, dass einen davon mal futtern muss. Dann kriegen wir gleich bestimmt noch einen neuen. Wir kommen bestimmt noch an einem Schnapper vorbei. Ich bin auch hier schon mal lang gelatscht, als ich das ohne Story gespielt habe. Ungefähr in die Richtung. Jo. Wer fällt ein? Oha, ne, den wollen wir nicht angreifen. Weichglas brauchen wir. Die Essenz. Schnapper-Oberschenkel. Vom Elch brauchen wir keine Materialien. Den müssen wir nicht töten. Okay, einen Lauch, die haben wir schon geerntet. So, na dann reisen wir mal.
Und sonst so spazieren wir durch die Wildnis. Oh, gerade drauf los. So. Wäre schön, wenn wir auf dem Weg noch irgendwo einen Schnapper kriegen könnten. Das wäre sehr hilfreich. In die Richtung. Ich habe gar nicht überprüft, ob ich gar keinen Soundcheck gemacht, ob ich auch zu hören bin. Na, ich hoffe, das geht irgendwie. Ja, läuft. Sehr schön. Nicht, dass ich die ganze Zeit stumm war. Das wäre noch blöder gewesen. Hört er mich die ganze Zeit nicht. Habt ihr No Comments Gameplay? Ne, den Vogel, den wollen wir nicht angreifen. Nicht, wenn es nicht sein muss. Okay, wir sind hier. Hier gibt es wohl ein Essenz oder ein Weichglas. Ich will nicht drauf gehen. Lass dich nicht von dem verkloppen. Nein, nicht sterben. Nicht sterben, nicht sterben. Das Fleisch aufgegessen. Ich will drauf gehen. Parieren muss ich üben. Doch wir müssen ihn besiegen für die Story. Der hat auf jeden Fall Zeugs mit dabei. Nichts aus dem Bauchen. Schnapper-Oberschenkel sind wir auch los. Hat ja viel gebracht. Ihn zu besiegen. So, hier sollte irgendwo was sein. Auf dieser Insel. Und zwar hier. Vielleicht auch hier. Wir müssen als Dorf. Ja, so setzt man das Schild ein. Früh genug bemerkt. Ist, nachdem wir den einen umgebracht haben, einen perfekten Augenblick den White Mouse Button einnimmst, wird der Angriff pariert. Alle Angriffe können pariert und mit einem kräftigen Gegenangriff kombiniert werden. Das war dann wohl nix.
Okay. Oha. Das ist nicht gut. Aber wenn wir drauf gehen. Angriff ist die beste Verteidigung. Nicht. Das ist wohl jetzt hier unsere Quest. Hier im Dorf scheint die Story weiterzugehen und da scheinen wir wahrscheinlich auch Sachen zu bekommen für den Trank. Okay. Hier ist der Spawnpunkt. Mal außen rum. Verdammt. Darf mich natürlich nicht von hinten. Verdammt. Ich hab doch Schild kaputt oder was. Na toll. Großartig. Ich glaube, den müssen wir auch besiegen. Also verteidigen ist noch nicht so meine große Stärke. Da muss ich mich noch ein bisschen üben. Das kriege ich noch nicht so gut gebacken. Es braucht noch Training. Stadttor ist verschlossen. Das ist eine unsichtbare Wand. Okay, da können wir nicht so rein, so kommen wir also nicht rein. Mal hüpfen können wir nicht. Wir müssen erst den Wächter besiegen, wie es ausschaut. Ne. Sehr clever hier. Haben wir jetzt alle auf einmal. Die es nicht rennen können. Sehr schön. Jetzt haben wir zwei gegen uns. Zwei gegen einen ist unfair. Von beiden Seiten. Ach du Scheiße. Unfair. Unfair, unfair. Zwei gegen einen gilt nicht. Das sind verdammt starke Bestien hier. Viecher wollte ich sagen. Ja, Bestien sind sie irgendwie auch, wenn sie so angreifen können. Monströse Angriffe. Finde eins der Gruftsdörfer. Okay. Muskelbräu brauchen wir eigentlich nur. Wir können ja nicht alle Bewohner des Dorfes töten. Oder was?
Na, das ist toll. Ist das Schild scheinbar kaputt? Müssen wir es mal aufladen. Jetzt bräuchte es irgendwie. Oh, verdammt. Ich glaube, das lassen wir irgendwie, oder? Können wir das können wir irgendwie Sand klauen? Irgendwie werden das angegriffen. Ich weiß nicht, muss man da irgendwie noch ein besseres Schild oder ein besseres Schwert bekommen? Ich bin da, das ist wirklich. Uff, ich hoffe, das muss ich jetzt nicht machen für die Story. Ich hoffe, das ist jetzt hier wirklich nicht nötig. Wenn doch, kriege ich das nicht hin. Bin ich momentan zu schwach für. Ganz einfach meisterlieb, wie ich bin. Vorbeischleichen. Okay, im Dorf gibt es nichts, was wir mitnehmen können. Scheint wirklich unsere Quest zu sein, die anzugreifen. Und hier geht sie gleich mit ganz großen Schritten. Also Polonaise. Blankenese. Wir sind da Wuppertal. Die folgen mir alle. Okay, dann versuche ich mal runter in das Gebiet zu kommen. Oh, Scheiße! Fällt mir immer noch. Bist du nur unterwegs, irgendwie Materialien? Nein, hau doch ab! Hau doch ab! Hau doch ab! Lass mich in Ruhe! Das Ernte nur. Friedliches Ernten. Andere Richtung. Da wo das Hühnchen ist. In die Richtung. Nichts, was brauche ich hier. Wir müssen ja nur diesen Trank brauen, das heißt, scheiß mal erstmal auf dieses Dorf. Wir hatten ja schon vorher. Diese Kristalldinger, die haben wir ja alle schon verkauft, das ist ja das Blöde. Karibling-Essenz. Weltlast könnten wir kriegen, aber die Karibelin-Essenz, die haben wir schon mal, die haben wir schon eingesammelt und schon mal an die Füchse verkauft. Das könnte jetzt ein Problem werden. Da war das schon mal, dann die wahrscheinlich auch nicht mehr so schnell respawnen und doch sehr selten waren. Müssen wir es vielleicht jemandem abkaufen? Eine Truhe. Die Truhen auf der Karte, wie es ausschaut. Oder was?
Nuck, du hast auch nichts, was wir brauchen. Ach, das sind diese Spendenkisten. Die brauchen wir gerade nicht. Die Händler werden hier wahrscheinlich nicht mit uns handeln. Das halte ich für so unwahrscheinlich. Das sind die Hirsche. Nur zu eurem Händler. Wenn du im perfekten Augenblick den Block haltung weit machst, ich weiß. Nein. Der nicht mit uns. Müssen wir zu den Füchsen handeln gehen. Das sind diese glänzenden Kugeln. Sollte sie Kraft bringen. Davon habe ich jetzt schon neun. Das ist aber eine Nebenquest. Die nehme ich jetzt erstmal nicht an. Dann könnte man machen, um einfach nur auf dem Weg Zaubertrankzeugs. Ich hoffe, wir müssen nicht in. Ach, das sind wahrscheinlich Markierungen für die. Wir waren jetzt schon in einem Elchdorf und in einem Hühnerdorf sind wir rein. Das sind wahrscheinlich die Markierungen für die Dorf und in einem Fuchsdorf. Wahrscheinlich die Sachen, mit denen man sich anfreunden kann. Mit denen man. Gibt ja alternative Möglichkeiten. Kannst ja auch. Du hättest auch sagen können, ich freunde mich. Ich spende den Elchen und dann musst du halt den Elchen dann den. Das muss Gebräu bringen. Wahrscheinlich deswegen. So weit habe ich halt nicht gedacht. Unabhängig davon, wo du die Gegenstände jetzt findest. Das ist vielleicht keine schlechte Idee. Mal meinen Füchsen, beim Fuchshändler mal nachzufragen. Und was der denn für einen. Ob der denn Zutaten hat und was er dafür haben will. Dann geht wieder los, die Polonaise. Am Morgen ist der 11.11. Da ist ein Super auf der Karte aufgetaucht. Da versuche ich mal hinzulaufen. Deren Wald hier. Vorsichtig. Einmal eine Aubergine essen. Pilz sammeln. Vielleicht können wir die verkaufen. Das wird das Ding hier von dem Riesen sein, der. Der unsere Kugeln haben will.